Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Wir wollen heute mit Soundcraft weitermachen. Ich habe jetzt hier Perdizio, Terra, Ignis, Er, Aqua und Ordo. Jawohl. Das haben wir jetzt alles einmal durch. So, dann heißt es jetzt auch für mich, ich mache erstmal nur einen immer. Die Kiste hier ist nämlich auch voll. Das heißt, ich kann das und das, ja, kann ich nicht rausnehmen, weil ich schon wieder voll bin. Ja, aber ich kann sie mal hier reinpacken. So, Maserator ist gerade schon über nächsten. So, Perdizio Crystals. Dann kommst du da rein. Ich mache jetzt erstmal nur zwei. Ich glaube nämlich, dass ich die auch durch den Sifter schmeißen kann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Schon etwas länger her, wo ich mit dem Zeug da rumgealbert habe. So, den nächsten fertig. Wir finden jetzt nur noch ein paar. So, und? Jawohl. Sifter. Ich muss jetzt halt hoffen, dass ich genügend rausbekomme. Darum mache ich zwei. Das ist der. Das ist der. Das heißt, ich müsste jetzt alle haben. Und was ich jetzt dann noch brauche, sind Diamanten. Gib mir mal davon 9 Stück, bitte. Ich brauche nämlich davon Scheibe. Besser. Wenn ich jetzt nicht jetzt das Ganze in vergessen habe, Diamond Lens und Exquisit Diamond, glaube ich, habe ich auch noch nicht, ne? Nein. So. Exquisit Diamond habe ich nicht, aber man kann es auch in der Lathe machen. Eine Diamond Plate. Kann ich cutten und lubrige Kant habe ich mittlerweile drin. So. Dann mach mal. So, derzeit, wo ich mach, dann mache ich mal das rein. Zweimal Aqua und zweimal Ordo. Das ist mir jetzt erstmal egal. Ich muss schauen, dass ich das so schnell wie möglich durchkriege. Einen Shard habe ich. Da rein. Läuft jetzt auch gerade durch. Ignis habe ich noch nicht. Kann ich da draus eigentlich auch einen Schaden machen? Der Autoclave, ja. Mit Wasser. Destilliertem Wasser. Autoclave habe ich aber, glaube ich, noch nicht, ne? Noch nicht alle Maschinen gebaut. So, und da kommt jetzt noch der da rein. Das heißt, ich habe jetzt dann noch einmal auf jeden Fall die Aqua. So. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche einmal, einmal Gold. Der ist immer noch beim fröhlichen Cutten. Ich glaube, das ist
Metal Farmer habe ich nicht. Dann schaue ich doch lieber nach. Blöd. Halt, den habe ich doch definitiv. Oder? Ja. Habe ich doch. Glückwunsch. Danke. So. Dann brauchen wir jetzt auch die restlichen Charts. Okay, Aqua habe ich keinen bekommen. Ich habe jetzt bis jetzt Perdition, ein Trophy Shard, ein Earth Shard. Ich glaube, das ist aber ein Trophy, ne? Genau. Auto habe ich auch noch nicht. Ja, den habe ich auch noch nicht durchgejagt. Okay. Kommst du jetzt als nächstes rein? Das habe ich schon mal gesagt, der ist noch fleißig dabei. Geht bei der Linie. Voll. Nummer 3. Und in der Zeit kann ich mir schon mal wieder ein Aqua holen. Maserator jagen. Dadurch jagen. Ich ganz normal machen. Das ist noch nicht durch. Jawohl, Porto habe ich auch. Das heißt, was mir jetzt noch fehlt, ist auf jeden Fall noch Ignis. Den jage ich dann auch gleich durch. Ja, wie gesagt, ob was da am besten ist, weiß ich noch nicht, aber ich vermute auch, dass es am besten ist, wenn man es dadurch jagt. Weil ich habe ja zwei, ich bekomme ja zwei raus. Also ich bekomme ja ein Dust, habe ich glaube ich definitiv raus. Oder habe ich da gar nichts rausbekommen? Ich habe noch ein Water Shard, okay. Also Terra habe ich ein Pulver, Perdizio habe ich ein Pulver, Ordo habe ich den Shard, Ordo habe ich ein Pulver. Wenn es ganz blöd läuft, ist der langsamer als der. Jawohl. Mal in den da. Jetzt brauchen wir nur noch das da. Ja, gut. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche. Heißt denn überhaupt ein Saumometer? Dahin. Gelb, rot, blau. Gelb, rot, blau. Und unten drunter grün, rosa und schwarz. Grün, rosa, schwarz. Und jetzt brauchen wir nur noch die Scheibe. Beziehungsweise die Lens. So, der ist durch. Heißt, jetzt muss ich durch die Laces jagen. Gott, der braucht ja genauso lang. So, die
Platten tue ich gleich raus. Wie gesagt, das Schlimme ist ja mittlerweile, dass ich ja am liebsten, wie gesagt, Emeralds noch bräuchte, dass ich ein Flawless habe. Wenn ich ein Flawless habe, könnte ich mir einen Good Miner bauen. Die Batterien habe ich schon. Das ist ja das Schlimme. Batterien habe ich schon. Es hat vielleicht, vielleicht habe ich dann Glück, dass ich das vielleicht im Twilight auch bekomme. Wie gesagt, in der Oberwelt ist es aber so, dass ich dann ja, das da drin finde. Und so die Emeralds, und dadurch, dass ich Silk Touch habe, kann ich es ja verdoppeln. Oder ich muss halt wirklich im Twilight dann richtig suchen. Was halt nicht so prickelnd ist. Weil, wie gesagt, das kann auch in der Ebene sein, wo es halt die ganzen ja, Dinger gibt. Das ganze Laberzeug. Jo. Ist die Frau Lace jetzt fertig? Na, aber so, Dankeschön. So, Diamantenlinse. Und rein. Und ich habe meinen Saumometer. Juhu! So, und mit dem Saumometer kann man jetzt schöne Dinge machen. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Grasblock und mache da mal einen Rechtsklick drauf. Und jetzt zeigt er mir halt die Aspekte an. Problem ist nur, am Anfang ist man wirklich zu dumm, alles zu machen. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch brauchen für den Table. Ja, es sind da noch drei Unbekannte und es sind schon welche dazugekommen. Es ist Lux dazugekommen und es ist Herba dazugekommen. Und jetzt muss man halt ein bisschen was scannen. So. Ein bisschen was weiß ich noch. Was man scannen kann. Und wie gesagt, schreibt er zum Beispiel hin, da kann man nichts lernen von. Und hier schreibt, to understand this, you need to study man. So, Harpa-Hammer. Jawohl, die Blumen. Gift. Sehr schön. Schlimm ist aber, man kann halt noch nicht alles. Und dann sieht man jetzt sozusagen nach oben diese Punkte abhauen. Und für jedes, was man halt erforscht hat, kann man halt da Punkte oder Aspekte bekommen. Oh, sehr schön. Ich habe einen Abo habe ich jetzt schon. Charcoal. Ah, kann er auch. Jawohl. Power. Ach so, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe mir noch einen Super Tank gebaut und einfach da, wie ich es halt hier gemacht habe, nur nach oben, dass er mir halt die ganze Zeit jetzt Kohle produziert, ohne dass ich da jetzt mir noch mal einen Kopf machen muss, ob ich das Zeug jetzt verbrenne oder nicht. So. Kann ich einen Glasblock schon? Nein. Ist nur die Frage, kann ich keine Glasblöcke oder kann ich nur diesen Glasblock nicht? Das ist nämlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wie man sieht. Mal das Glas rein. So, kann ich dich scannen? Wie gesagt, das ist halt auch die leichte Schwierigkeit. Man kann am Anfang noch nicht alles kennen. Sehr schön, ich habe jetzt Metallum.
Wäre halt jetzt nicht schlecht, wenn ich jetzt genau die finden geht, die wo so wichtig sind. Oh, Hühnchen, vielleicht kann ich schon ein Hühnchen machen. Das heißt, wir laufen mal vor zu unserer Wand. Aber jetzt habe ich auch noch nicht. Dunkelheit und Terra. Der Chaos. Hat er schon. Dafür ist er noch. Aber ich höre einen Huhn. Dafür bin ich auch noch zu dumm. Heißt, wir müssen jetzt mal nach unten laufen. Bisschen Essen scannen. Ich hätte halt gerne diese eine Forschung. Dann hätten wir einen Brewing Stand schon mal. Und zwei Sachen will ich, oder drei Sachen will ich noch machen. Dass wir eventuell Metallum herstellen können. Als erstes schauen wir mal. Barley? Nein. Karotten? Nein. Wie schaut es mit Kisten aus? Jawohl. Nochmal. Immer noch nicht. Was ein kleiner Trick ist, man kann jetzt hingehen und sagen Aspekt, Doppelpunkt. Und jetzt sieht man alle Aspekte, die es sozusagen im Spiel gibt. Man sieht nicht, welche das es gibt, aber man sieht halt alle. Das hat halt einen kleinen Vorteil. Hier. Jawohl. War wichtig. War wirklich wichtig. So, schauen wir mal schnell hier durch. Das ist das Schöne. Also das ist nicht Zaunkraft Standard. Das ist Mod. Beim auch klappt. Ja, ihr seht halt, es geht nicht immer. Das Schlimme ist halt nur, vor allem wenn man zu viel scannt, man weiß irgendwann nicht mehr, geht es nicht, weil es nicht geht, oder geht es nicht, weil ich es noch nicht kann. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach. Ja, ich habe noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Dass wir alles haben. Halt, nein. Ich probiere nochmal die Karotte. Oder Wheat, falls ich da habe. Dann lass mal hier. Jawohl. Hunger. Weed geht noch nicht. Dann wird das Ding auch noch nicht gehen. Rote. Also ich weiß auf jeden Fall, habe ich schon mal eine Trapdoor gebaut? Ich glaube nicht, ne? Baue ich jetzt den Trapdoor? Der Trapdoor weiß ich nämlich definitiv, dass das Mortus ist. Und den glaube ich brauche ich, damit ich den Rest machen. Also dass ich den nächsten
großen Zyklus machen kann. Nein. Okay. Also, machen wir schnell das. Eine Trapdoor. Und wenn man jetzt dann auch hier draufklickt, ne, das ist jetzt nicht so, dass er dir einen das anzeigt, sondern er zeigt dir nur an, was man gescannt hat, wo das drin ist. Aber das Schöne ist schon mal, ich habe schon mal Präsentation dazu, Zauberei. Wie gesagt, Trapdoor. Dann kann ich mal schauen, ob ich einen Shard noch scannen kann. All send. Mal wenigstens ein bisschen was haben. All send, geht ja schon. Nein. Intuitum. So, habe ich hier noch einen Shard drin? Ja. Jawohl. Das hat schon mal geklappt. So, das ist die Frage. Hier. Kann ich auch noch nicht. Gott. Ah, ich brauche eine Trapdoor. Trapdoor. Die kann ich machen. Molten Iron. Oder Molten Steel. Vier Slabs, vier Sticks, ein Flint. Das ist ja viel einfacher. Also vier Slabs. Ein Flint. Vier Sticks waren es noch. Also nur noch Sticks finden. Ja. Und auch noch vier. Einmal drin, bitte. Habe ich eine Spruce Trapdoor? Genau, aber ich habe meinen Motus. So, das ist jetzt die Frage. Das war jetzt Mortus. Genau. Ich auch noch. Ja, ich habe da Dateien dafür. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und ja, da habe ich mir eine Datei rausgeschrieben. Für die, die. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal so gesagt. Wo ich dann genau weiß, was muss ich scannen, wo ist das drin. Die Liste habe ich jetzt aber die ganze Zeit auch nicht mehr erweitert. Das ist ein böses Foul. Merke ich auch gerade. So, jetzt können wir noch mal schauen, ob wir das Hühnchen jetzt endlich kriegen. So. Perfekt. Doppelpunkt. Das Hühnchen müsste nämlich ein oder zwei Aspekte drin haben, die ich noch nicht habe. Und dann habe ich, den ich ja sozusagen, geht's ja immer weiter einen Schritt hoch. Wie gesagt, man kann die auch alle suchen, indem das das zusammen macht, habe ich ja gerade im Tisch gesehen. Und dann noch rausfinden, wo das Hühnchen ist. Das hat sich gedacht, ich will nicht gescannt werden, ich hau mal ab. Jawohl. Bestia. Und die Feder ist, glaube ich, neu. So, kann ich die Kühe auch schon? Jawohl. Auch nochmal Bestia drin. Kann ich Flint schon? Nein. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich
Ellie? Ellie, darf ich? Achso, das waren Bailey Seeds. Da krieg ich nix. So, Paper. Drei habe ich noch. Drei weiß ich noch. Obsidian, Flint und Weed. Und ich hoffe, dass ich noch einen so finde. Und dann schauen wir mal, ob wir eventuell bis zum Saumium hochkommen. Das wäre nämlich klasse. So, dann schauen wir mal jetzt hier. Der geht noch nicht. Jawohl. Wir haben jetzt die nächsten zwei. Geht immer noch nicht. Apfel nicht. Karotte nicht. Überhaupt was. Ich schätze mal, mir wird noch ein Hauptaspekt fehlen. Haben wir auch. Blind funktioniert noch nicht. Jawohl, dann haben wir den nächsten. Wenn man es halt, solange man halt noch nicht alles hat, macht es halt auch keinen Sinn. So, ich habe jetzt dann hier drin. Kann ich hier eigentlich drin auch scannen? Jawohl, ich habe die Darkness, glaube ich, oder wie auch immer das heißt. Dann habe ich hier noch die Bricks. Vielleicht genügt. Ah, sehr schön. Nächsten Aspekt. So doof für. Schon. Gut, das heißt, das ganze Metall kann ich auch. In meinem Glück habe ich jetzt natürlich dann jetzt keinen Wheat hier oder so. Dass ich das dann auch könnte. Bowl. Auch alles. Das kann ich noch nicht. Ja, momentan ist es Search and Fun. So, halt. Papier. Jawohl. Mein Wissen hat sich erweitert. Sich noch mehr erweitert. Jawohl. Und jetzt läuft's. Ist richtig hier dazu gekommen. Alter Schwede. Da haben wir noch nicht alles. Jawohl, da ist jetzt auch der Fisch dazu gekommen. Bildchen. Bräuchte es halt gerne die Bewegung. Soulsend, also Soulsend haben wir schon. Geht auch schon. Jeder. Instrumentum. Und jetzt kommt Factory dazu. Jawohl. Ha. Und das nächste. Spannend. Haben wir, glaube ich, das. Jawohl. Und Fabrizio. Jetzt haben wir auch die
Das Schwert, jetzt dürfte auch die Rüstung da kommen. Jawohl. Jetzt glaube ich, habe ich das Gröbste. So, und dann muss ich jetzt, glaube ich, in meinen Rucksack rein. Wo ist mein Rucksack? Ich lasse mich jetzt nicht meinen Rucksack verloren haben. Ich muss mal schnell zu die Portale. Da habe ich ihn aus Versehen rausgeschmissen. Als ich wegen aufgeräumt habe. Ja, Gott sei Dank. Oh, das Redstone will ich noch schnell scannen. Alles. Blind, müsste jetzt auch gehen, jawohl. Instrumentum. Geht jetzt Bali mittlerweile? Jawohl. Mein schönes Beef Wellington. Geht auch. Mein Hängleiter. Den gibt's auch. Jawohl. Kommen gerade richtig Aspekte zusammen. Aber die braucht man. So. Dann heißt es jetzt für mich, ich gehe jetzt in meine Werkstatt. Mach das mal rein und guck mal schnell, ob meine Schüssel hat auch was. So, und jetzt gehen wir mal Tank. Station. Wenn wir jetzt gleich sehen, ob es das meiste aufgegangen ist. Und wie gesagt, jeden einzelnen Block, den man noch nicht gescannt hat, kriegt man jetzt. Das ist jetzt, nee, das ist ein Zinnkabel, das habe ich schon. Battery Buffer ist neu, haben wir schon. Und ihr seht gerade, was da an Metallum und an lustigen Sachen nach oben fliegt. Das ist ja für mich immer so eine kleine Devise. Immer das benutzen, was man am meisten hat. Wenn wir dann nämlich gleich sehen, wenn wir jetzt dann in Summer American gucken. Von welchen Aspekten, dass wir zu viel haben. Ja, halt IBF haben wir auch noch. Keule gibt er nicht. Energy Hedge hat er nicht. Und da gibt es wieder was. Bei MV-Maschinen. Ich glaube, mit Metall kann ich handeln. Also hier mal sehe, 64 Stück. Ah, okay, ich weiß immer nicht, wie die Umrechnung genau ist. Ob Kork offen geht. Nicht. Firebrick geht. Brick geht auch. Okay, so, dann haben wir jetzt auch alles erforscht von dem da. Aber das geht mir jetzt gerade ein bisschen vorbei. Weil es mir eigentlich viel wichtiger ist, dass wir jetzt zu Somnium hinkommen. Brauche nämlich nur eins. Jawohl.
Achso, ich brauche ein Scribing-Tool. Das ist klar. Und ein Papier brauche ich auch. Heißt das jetzt, wir tauschen das Papier aus? So, Metallum zu Präsentatio. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht mehr alles im Kopf. Das ist schon lange her. Man kann es ja jetzt dann, man könnte es jetzt sozusagen über die, also wo ist Metallum drin, machen. Und wo ist Präsentatio drin? Und dann da am besten den gemeinsamen Nenner finden. So, beim Metallum. So, wir machen nochmal schnell Aspekt. Doppelpunkt Metallum. Wenn ich jetzt da drauf drücke. Alles klar. Ist Terra und Vitreus. Also Ordo haben wir 517. Metallum haben wir 637. Motus haben wir 205, Machina haben wir 211. Elektrum haben wir 247. Instrumentum haben wir noch nicht so viel. Aber das kommt auch noch. Also Ordo wird unser Wichtigster. So, das heißt jetzt dann Präsentatio ist Potentia. Und das haben wir ja gerade herausgefunden, das ist Itreus. Und ich weiß jetzt halt, dass Ordo bei beiden drin ist. Hervorragend. Dann einmal klicken und wir haben das erforscht. Oh, das heißt, jetzt, wenn man drauf geht, dann sagt er einen, mir braucht Präsentatio drin und ein Iron Ingot in einem Crucible. Aber nicht in irgendeinem Crucible, sondern in dem von Soundcraft. Oh, dann ist es halt jetzt so. Lasst mich rennen. Wir haben ja Crucible unten stehen. Ich glaube sogar zwei Stück. Da werde ich mir jetzt einen borgen. Aber ich glaube, ich brauche auch eine Feuerquelle drunter. Und wie gesagt, irgendwann werden wir diesen Käse da auch so weit haben, dass wir keinen Dreck in die Luft hauen. So, danke. Quest complete, not for soup. Okay. 21. So, das heißt, Netherrack haben wir ja. Ich hoffe, dass ich ein Feuerzeug dabei habe, weil sonst wird's gleich, darf ich gleich wieder runter. Hier rennen. Wird auf jeden Fall dann auch lustiger, wenn man dann halt auch so Teleportpunkte hat. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, von welchem Mod das das alles war. Raumkraft, glaube ich, ging auch. Aber das sieht man, ne? Deswegen renne ich nicht. Beste Beispiel dafür. So, dann heißt das jetzt für mich, ich hau dich mal weg. Ich hau dich auch weg. Dann geht's nach innen. Habe ich mein Feuerzeug einstecken? Jawohl, habe ich. Flint tun wir weg. Heißt, ich brauche jetzt Netherrack. Mal da hinten. Weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich Saumium dann gießen muss. Kommst da rein, dann kommt das Feuerzeug.
Ist auch sozusagen kleinen Abfalleimer. So, dann kommt das Cauldron dahin und ich brauche meinen Zauberstab und klick da drauf und ich habe jetzt sozusagen das Teil von Soundcraft. Das, was wir wollten. So, jetzt brauche ich noch einen Eimer Wasser. Einen Eimer finde. Ja, Eimer finde ich hier drin. Und ich habe einen Tank mit Wasser. Kleinen Tank mit wenig Wasser. Ich hoffe, dass das zumindest so war. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang das her ist, dass ich mal Soundcraft gespielt habe. So, wir müssen warten. Und jetzt brauche ich Greatwood. Greatwood müsste ich, glaube ich, auch hier haben. Glaube aber ja, weil ich ja mindestens einmal Greatwood abgeschlagen habe. Aber ich weiß halt nicht. Greatwood. Ja. Habe ich hier. Fehler. So, ein Greatwood. Das Greatwood werde ich auch gleich scannen. Ich brauche, ach so, Mist. Ich brauche davon 4. So, dann kann ich erstmal meine Wünschelrute wieder aufheben. Aber dann können wir auch mal weg. Und ich brauche noch ein Metall, also ein Eisen-Ingot. Wir noch mal nach. Ja, hier und ein Eisen-Ingot. Können wir die Umwelt ein wenig verpesten? Wir wollen sehr schön und lila. So. Hat sich verwandelt. Perfekt. Und ich habe ein Ingot rausbekommen. Ein Thaumium-Ingot. Yippie! So, jetzt muss ich nur noch schnell gucken, ob da ein Tisch reicht. Ich glaube, da reicht der Tisch. Endlich! Also, es hat nicht lang gedauert. Nur ein bisschen blöd rumlaufen und Twilight, der hätte vielleicht eher den Twilight gehen sollen. Dann hätte ich mich nicht so geärgert. So, dann machen wir jetzt noch mal einmal Teleporto. Was ist dann hier drin? Gehst du mal weg. Dahin. Und ich brauche jetzt einen Tuff. Rod. Jawohl. Saumio. Kingsbums. Und jetzt habe ich hier meinen Hammer. Und mein Saumio Tuff Binding. 77. 2,5 und jetzt bin ich 1136. Also das heißt, ich hätte sogar noch mehr. Ja, scheißegal ist eigentlich. Haben wir aber ich dabei. Aber was wirklich wichtig ist, ist jetzt der Aspekt, dass ich jetzt einen Modifier frei habe. Das ist das aller wichtigste. Das wird jetzt noch ein paar Mal gleich, das wird es dann noch mal passieren. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt momentan habe ich einen Mining Speed von 2,53 und das ist ja für mich schon arsch langsam. So, jetzt gehen wir auf 291. Das waren es dann, glaube ich, 2, was ich noch habe. Und jetzt sind wir schon mal auf 4. So.
Und jetzt mache ich mir mein Steak da rein und kann ich mir den goldenen Apfel bauen? Ja, im Chemical Reactor. Glaube, ich habe irgendwo einen. 8 Stück müsste ich kriegen. Und das ist dann auch noch, was ich reinschmeißen muss. Also nur noch einen Apfel finden. Einmal einen Apfel bitte. Danke. So, und das ist das Schöne. Ich bin jetzt bei meinem Hammer auf 4,93. Legen uns hin. Dunkel. Auch jetzt dann demnächst mal so eine Kiste für mein Soundcraft-Zeug. Wollen wir momentan nicht. Wir gehen mal schnell auf den Hill rauf. Ihr wisst ja ungefähr noch, wie schnell das mein Hammer war beim letzten Mal. Jetzt machen wir mal den ultimativen Test. Das sagt ihr auch, ne? Das ist angenehmer. Also ich finde es angenehmer. Also das heißt, ich habe den jetzt um 2,5 Punkte verbessert. So, wir gehen wieder runter. Ab zur Werkstatt. Das Schöne ist, und ich werde den auch nicht vorher ändern. Ich warte mit dem Hammer noch ab. Also die Geschwindigkeit wird sich nochmal erhöhen, wenn ich dann auch meinen Kopf ändere. Muss ich mir nur Hammer. Jetzt muss ich nur schnell schauen, wo das ist. Osmium, das habe ich noch nicht. Aluminium, Opal, dann okay, das geht nicht. Dann, jawohl, das geht. So, Kobalt hat einen Mining Speed von 11. Und momentan habe ich drauf Iron Hammer Head Mining Speed von 6. So, und das andere ist Manylin. Manylin. Und der hat einen Mining Speed von 9. Okay. Also, das heißt, mein Ding ist dann, dass ich dann irgendwann einen Hammer hätte von. Ah, 7, ich brauche nochmal 8 Blöckchen, 8 Ingots. Dann von 9. Habe ich da schon mal 8. Derzeit kann er mit dem Block pressen und ich presse mir eine Kabel. Weiß gar nicht, ob das auch an den Tisch geht oder ob ich vor muss. Also wie gesagt, das ist dann der Kobaltkopf, der kommt dann auch nochmal drauf. Das heißt, das wird dann Mining Speed. So, Chemical Reactor. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche jetzt aber hier meine Blöcke und einen Apfel. Jawohl. Das heißt, ich habe jetzt schon mal meinen goldenen Apfel. War auch fast nicht teuer. Rein. Und jetzt hoffe ich, dass mein Diamantblock auch noch fertig ist. Und ihr seht, die Liste ist immer noch am Laufen. Ich brauche noch mal Redstone. Wir werden jetzt gleich wissen, ob es klappt. Aber das klappt auch da drin. Das heißt, ich habe mir einen nächsten Modifier freigeschalten.
Wir machen dasselbe Spiel wieder. Wir waren bei 5, also fast 6. Und jetzt sind wir bei fast 8. Wir gehen wieder auf den Hill. Da haben wir nämlich jetzt den Vergleich. Und ich finde einfach nur fantastisch. Und wie gesagt, wir haben ja noch einen Modifier, wie gesagt, darum habe ich die aber jetzt erstmal verwendet. Also das heißt, beim nächsten Mal wird mein Hammer auf vielleicht sogar noch einen Modifier haben. Das heißt, dann kommt definitiv nochmal Speed drauf und dann kommt der Koboldkopf drauf. Muss mal genau mal schauen. Kobalt Hammerkopf. Den kann ich sogar gießen. Ich schätze mal, ich muss dann Ingot reinschmeißen. Blast Furnace, Kobaltoxid und Carbon. Uga, was? Denon. Nitrogen. Das ist das, was ich nehme. Also kann ich herstellen. Auch dann 8 Stück davon. Erstmal Kobalt ja haben, wisst ihr ja. Das heißt, ich werde die dann durchjagen. Wie gesagt, mache ich aber nur, wenn der Hammer auch wirklich gelevelt sein sollte. Wie gesagt, bei der Schaufel brauche ich es momentan nicht machen, denn meine Schaufel ist schon mit 4,5 finde ich schon ziemlich schnell. Habe ja auch da schon meinen Stil. Aber ich glaube, ich habe da noch gar keinen Modifier drauf. Das heißt, ich könnte hier auch, glaube ich, noch den Goldblock und den Diamanten drauf machen. Aber wie gesagt, das hat jetzt für mich den Vorteil, ich kann jetzt endlich mit einer angenehmen Geschwindigkeit diesen Hügel hier wegfarmen, dass wir auch mal mit dem Lager anfangen können und auch mit dem anderen ganzen Gedöns, was hier noch anschließt, dass wir dann mal endlich sagen können, okay, wir räumen da das Zeug aus und gehen dann ins Lager rein. Und dann wird es immer mehr und immer größer und immer schneller, hoffe ich. Wie gesagt, dann kommt ja noch die Raffinerie. Das sind so Sachen, die wo ich schon im Kopf habe für die nächste Aufnahme-Session für mich. Und wir haben unsere Coke Coal durch. Einzigster Nachteil bis jetzt, das sind 4 Stacks. Aber dadurch, dass ich jetzt halt 4 Öfen laufen lasse, heißt es, mir müsste jeder Ofen jetzt nochmal 16 machen, dass ich den nächsten Stack habe. Dann wären es 5. Und ich habe hier noch 41 drin. Und die haben wir gemeinsam rein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, ein paar Fackeln haben wir mittlerweile auch wieder. Sind wir auf einem guten Weg. Ja. Dann haben wir jetzt einiges geschafft. Vor allem Mjölnir ist jetzt etwas schneller. Tut jetzt schneller weh. Der Endstein. Und dann sind wir leider schon am Ende von der Folge. Ich hoffe, ihr hattet genügend Spaß. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit weiteren Videos und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.